Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe was getestet, was mir sehr gut gefallen hat und deswegen möchte ich euch das weiterempfehlen, weil das vielleicht auch was für euch ist. Ich liebe ja Asam. Ich liebe Asam Peeling für die Haut. Also wenn man duscht und man schrubbelt sich so schön ab. Ich liebe das. Die Düfte von Asam sind ja wirklich der Oberburner. Liebe ich über alles. Und jetzt habe ich was Neues getestet, was mich sehr begeistert hat und das möchte ich euch gerne weiter erzählen, meine Güte. So, ich habe ja die Vinolifting gebraucht. Das ist ja so eine Gesichtscreme, wo alles Mögliche drin ist. Ne? Das ist so Anti-Aging hoch 9510 und ich vertrage sie auch sehr gut und ich mag sie auch sehr gerne und ich habe einfach mal geguckt. Was gibt es denn da noch alles? Und dann habe ich ein Peeling entdeckt und da war ich neugierig. Da hatte ich so gar keine Vorstellung. Da wird von einer Gesichtscreme das Peeling. Wie kann denn das sein? Wie ist denn das so? Und dann habe ich das mal getestet, habe das so aufgeschraubt. Ne? Wollte natürlich duschen gehen und seht ihr schon, ich habe schon ordentlich benutzt. Und so sieht das aus. Das ist so ein weißes Produkt, so mit schwarzen kleinen Dingern drin. Und ja, das ist halt ein super schönes Peeling. Es duftet. Es duftet warm und angenehm. Und wenn ihr den Duft von Vinolift kennt, dann kennt ihr auch diesen Duft. Das riecht nämlich genauso. So nach Shea-Butter, nach so warm, nussig, irgendwie so ganz, ganz eigenartiger Geruch. Den kann man gar nicht richtig erklären, aber es riecht fantastisch. Dieses Peeling ist anders als die anderen Peelings von Asam. Ihr kennt ja die Zucker-Peelings von Asam. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Die sind ja so sehr, also wenn man die so aufmacht, dann sieht man ja richtig so das Zucker und dann peelt man sich damit ein. Oder wenn ihr Salzpeeling kennt von Isana oder Balea oder so, das ist ja, man hat dann so eine andere Konsistenz. Man hat so das Gefühl, richtig, jetzt habe ich Salz oder jetzt habe ich Zucker auf der Haut. Das ist hier nicht. Hier hat man das Gefühl, das ist so eine Art Creme. Das ist auch wie so ein Cremeprodukt. Das ist ganz witzig, wenn ihr euch damit eincremt unter der Dusche. Das schäumt jetzt auch nicht übermäßig, aber ihr habt, das ist wie so eine Creme, die peelt. Das ist ganz toll. Also, das ist ganz anders. Das ist nicht so extrem doller Peeling-Effekt. Das seht ihr schon. Hier sind so ganz kleine Steinchen drin. Das Peeling besteht praktisch aus dieser Vinolift-Reihe. Und aus kleinen Traubenkernen, also die so klein gemacht sind. Und das ist halt das Peeling. Das kann man so schlecht erklären. Das sind halt so diese kleinen, das sind so Traubenkernchen, die ihr hier seht, diese kleinen Dinger. Und das ist so ein ganz sanftes Peeling. Das ist sehr angenehm. Das andere Peeling von Asam ist ein bisschen stärker. Das hier ist sehr, sehr, sehr pflegend, sehr reichhaltig, sehr, sehr vorsichtig im Peelen. Aber es hat trotzdem einen Peeling-Effekt. Also es ist nicht so, dass ihr das gar nicht merkt, sondern das ist eher so ein zurückhaltendes, angenehmes Gefühl. Also wer da sehr empfindlich ist, wer da vielleicht ganz, ganz vorsichtig ist oder das gar nicht so gerne mag, für den wäre das jetzt das richtige Produkt oder wenn man sowieso für die Vinolift schwärmt. Also ich finde sie toll. Ich werde sie jetzt definitiv auch immer benutzen, wenn ich duschen gehe. Ich finde sie ganz toll. Der Pflegeeffekt danach ist auf jeden Fall spürbar. Also ihr habt danach, habt ihr sowieso immer bei Asam Peeling, ne? Habt ihr ihr müsst euch danach nicht unbedingt eincremen. Es ist schon so, dass ich es meistens mache, aber ab und zu habe ich einfach Stress und dann vergesse ich das auch mal, mich einzucremen oder möchte das nicht, weil ich mich gleich anziehen möchte und dann mag ich dieses Gefühl nicht, wenn das so klebt oder so. Und ja, und das ist halt nicht so schlimm, weil das halt so schon so viel Pflege drin hat. Und das merkt ihr auch auf der Haut. Die Haut ist danach auch wirklich weich. Wie gesagt, ich creme mich meistens danach sowieso ein. Das mache ich eigentlich immer. Aber man muss es nicht unbedingt und daran merkt man schon, dass das einfach auch schöne Pflege ist und nicht so peelen und dann seid ihr so aufgeschrubbelt und die Haut ist so trocken und man denkt immer so, eincremen habt ihr dabei nicht, ihr habt dabei so richtig schöne Pflege. Und weil das so ein schönes Produkt ist, möchte ich euch das gerne weiterempfehlen. Vielleicht habt ihr das eine oder andere Mal das schon gesehen im Online-Shop, habt euch nicht getraut, weil die ist ja nicht ganz günstig, die hat schon einen stolzen Preis. Aber ihr seht ja, das ist ein Riesenpott. Da kommt ihr lange mit hin. Die ist sehr, sehr ergiebig. Man braucht nicht so viel davon. Die wird jetzt locker. Also, wenn ich jetzt jeden Tag duschen gehen würde, würde die, denke ich mal, bestimmt einen Monat reichen.
Sehr ergiebig, braucht ihr nicht so viel. Und ist halt mal ein Test wert, wenn ihr begeistert seid von der Vinolift. Ich habe sie getestet und ich finde sie gut. Und deswegen empfehle ich sie euch weiter. So, und jetzt wünsche ich euch alles, was ihr euch auch wünscht. Bleibt auf jeden Fall gesund, passt gut auf euch auf und lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen. Die sind wieder unterwegs. Also passt gut auf euch auf und wenn ihr euch geärgert fühlt, dann denkt einfach an mich. Gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss.